Ist jetzt die Zeit gekommen, wo die institutionellen Anleger, also das große Geld hinter unserem Rücken, massenhaft in den Kryptomarkt einsteigen, Bitcoin kaufen, um jetzt noch von den niedrigen Kursen zu profitieren, bevor es irgendwann zu spät ist. Willkommen zurück bei Think It Crypto, mein Name ist Samir und im heutigen Video schauen wir uns eine sehr interessante Analyse des Analysten Willy Wu an, in der es genau darum geht. Wir schauen aber auch darauf, wie sich momentan Fondsmanager verhalten und deren Risikotoleranz. Es geht um Charlie Munger, der ein Kryptoverbot fordert, Bitcoin in Afrika und vieles mehr. Falls euch diese täglichen News-Updates gefallen, wie immer liken, kommentieren, abonnieren, all das hilft diesem Kanal wirklich enorm und hilft mir, euch mehr solcher Videos vorzubereiten. Bevor wir aber starten, mit dem allerersten Link in der Beschreibung, meldet euch wie immer gerne auch noch bei der günstigen, einfach zu bedienenden, vor allem super sicheren und EU-regulierten Kryptobörse Bitwavo an. Bitwavo ist nicht umsonst die führende Krypto-Exchange der Niederlande und falls euch das interessiert, alle Infos auch nochmal in meiner Beschreibung und eben auch einen Anmeldelink, wo ihr übrigens auch noch dazu einen 10 Euro Startbonus bekommt. Gerne einfach mal abchecken und dann wünsche ich euch aber viel Spaß beim heutigen Video. Also Bitcoin-Chart, ich zeige euch das hier einfach mal kurz, damit ihr es zumindest mal gesehen habt, aber hier ist seit gestern eigentlich nichts passiert, außer dass wir nicht über 24.000 Dollar bleiben konnten und jetzt wieder darunter traden, während die 23.000 Dollar Marke aber weiterhin hält, was so oder so das viel Wichtigere ist. So, und dann verlieren wir gar nicht viel Zeit und starten direkt mit Willy Wus Analyse. Was wir auf diesem Chart hier haben, ist der Exchange Flow Monitor, mit dem Bitcoin-Preis einmal hier ganz normal und dann auch noch unten die sogenannten Stablecoin-Inflows, also die Menge oder das Volumen an Stablecoins, welches auf Börsen fließt. Nicht immer, aber in den meisten Fällen ist das ein Zeichen dafür, dass diese Stablecoins dann dazu verwendet werden, um in Bitcoin oder andere Kryptos zu investieren. Stablecoins sind nämlich quasi einfach die Kaufkraft, die man auf einer Börse hält, um in den Markt einzusteigen. Jetzt, was Willy Wu hier Spannendes erkannt hat und man sieht es unten rechts, ist ein Muster, bei dem man Stablecoin-Inflows in den letzten Wochen nur an Werktagen gesehen hat. Und wie Wu schreibt, das scheint mir die Wärmesignatur großer Institutionen zu sein, die ein kaufen. Weiter heißt es auch noch, der Zeitpunkt der Zuflüsse umfasst ungefähr 16 Stunden, wobei die Ruhezone die asiatischen Arbeitszeiten sind. Dies deutet darauf hin, dass es sich um westliche Institutionen in den USA und Europa handelt. Auf die Frage von einem in den Kommentaren, woher sollen wir überhaupt wissen, dass es eine Institution ist, was wenn jemand nur will, dass es wie eine Institution aussieht, schrieb Wu dann auch noch, wir sprechen von Zuflüssen in Milliardenhöhe. Die Theorie ist also ziemlich eindeutig. Wir haben Milliarden an Stablecoin-Zuflüssen nur an Werktagen, also Montag bis Freitag und an Wochenenden eigentlich gar nichts. Und das, während der Kryptomarkt natürlich 365 Tage 24/7 offen hat, Institutionen aber tendenziell nicht. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, aber bevor wir jetzt gleich schon auf die News kommen, wollte ich noch auf eine spezifische institutionelle Klasse schauen und das sind die Fondsmanager. Hier hat der Twitter-Account Game of Trades nämlich einen sehr interessanten Thread veröffentlicht, in dem er erklärt, dass Fondsmanager plötzlich wieder mehr Risiko aufnehmen und was das genau bedeutet. Also wir sehen erstmal, dass der Netto-Prozentanteil der Fondsmanager, die eine stärkere Wirtschaft erwarten nach einer Phase der Seitwärtsbewegung und vor allem einem Zusammenbruch Ende 2021, gerade wieder einen Aufwärtstrend erlebt hat, was einfach zeigt, dass Fondsmanager die Wirtschaft jetzt weniger pessimistisch einschätzen. Passend hierzu ist durch die letzte Rallye, so der letzten paar Wochen, auch die Risikobereitschaft dieser Fondsmanager sehr, sehr stark angestiegen. Nachdem dieser Risk-Appetite-Indikator im Juni 2022 nämlich einen Tiefstand erreicht hatte, sehen wir jetzt wieder einen relativ aggressiven Uptick. Wie gesagt, im Zusammenhang auch mit mehr Optimismus. Was ich nun aber super interessant finde, ist, wenn man sich anschaut, was in der Vergangenheit passiert ist, als diese Fondsmanager genau solch eine Art von Optimismus hatten. Und natürlich schauen wir jetzt hier auf den Aktienmarkt und nicht auf die Kryptopreise oder den Bitcoin-Preis, aber der Aktienmarkt korreliert ja weiterhin sehr stark mit Bitcoin, weshalb man da schon einen Zusammenhang hat. Naja, während die letzten zwei Male, was Januar 2019 und März 2020 ist, dieser Optimismus tatsächlich sehr gute Kaufsignale auf dem Markt waren, wo die Preise danach super angestiegen sind, sieht es die drei Male davor schon wieder ganz anders aus. Im Jahr 2000, 2006 und 2008 hat sich dieser Optimismus nämlich leider nicht ausgezahlt. Im Dezember 2000 hatten wir zum Beispiel nach dem Signal immer noch monatelang fallende Kurse. Im August 2006 kam es zwar zu einer kurzfristigen Aufwärtsbewegung, dann aber doch wieder zu fallenden Kursen, als dann eine große Rezession startete und auch 2008 wahrscheinlich das schlechteste Teil, da die Märkte kurz darauf ordentlich kapitulierten, obwohl die Fed die Zinsen zu dieser Zeit senkte. Und worauf Game of Trades hier dann auch aufmerksam macht, ist, dass 2000 und 2006, wo sich die Fondsmanager also vertan haben, die Yieldkurve stark invertiert war.
Etwas, das wir zufälligerweise aktuell auch haben und was einfach im Prinzip für eine Rezession spricht. Sein Fazit ist auf jeden Fall das folgende. Es ist sinnvoll, am Markt taktisch bullisch zu bleiben. Bullische Strukturen sind intakt und das Momentum nimmt nach oben zu. Dies darf jedoch nicht mit einem eventuellen Marktrückgang verwechselt werden, der eintreten würde, wenn sich eine Rezession entfaltet, die sich negativ auf die Gewinne auswirkt. Und ich würde sagen, diesem Fazit oder Ausblick kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. So, und dann kommen wir auch schon zu den heutigen News. Zunächst mal fordert der 99-jährige Milliardär und stellvertretende Vorsitzende von Berkshire Hathaway, Charlie Munger, dass die Vereinigten Staaten Krypto vollständig verbieten sollen. Dass Munger kein Krypto-Fan ist, wissen wir, aber jetzt hat er im Wall Street Journal einen extra Bericht veröffentlicht mit dem Titel »Warum Amerika Krypto verbieten sollte«, »Es ist keine Währung«, »Es ist ein Glücksspielsvertrag« und so weiter und so fort. Im Endeffekt komplett irrelevant, aber weil es halt Charlie Munger ist, reden die ganzen Medien aktuell darüber. Dann die Zinserhöhung der EZB, also der Europäischen Zentralbank, kam jetzt bei 0,5% rein, was den Leitzins im Euroraum jetzt auf 3% bringt. Immer noch weit unter dem entfernt, was wir aktuell in den USA sehen, aber diese 0,5% hat der Markt so auch erwartet. Des Weiteren eine große News aus Afrika, denn der Lebensmittelhändler Pick & Pay akzeptiert jetzt in ganz Südafrika Bitcoin als Zahlungsmittel, was insgesamt 1628 Geschäfte betrifft. Um mit BTC zu bezahlen, benötigen Kunden einfach eine Bitcoin Lightning Wallet und die Crypto QR Scanner App von Crypto Convert, die logischerweise mit dem Wallet dann verknüpft ist. Und ja, Millionen von Menschen können jetzt dadurch ihre Lebensmittel einfach und günstig mit Bitcoin bezahlen. Laut Crypto QR heißt es übrigens auch, man kann an der Kasse ebenfalls Airtime und Strom sowie Flug- und Bustickets kaufen und kommunale Rechnungen bezahlen. Natürlich alles eben mit Bitcoin. Außerdem endlich die Entscheidung auch des Richters, dass Sam Bankman-Fried keinen Kontakt mehr zu ehemaligen Mitarbeitern von FTX und Alameda Research haben darf und dass ihm nun auch die Nutzung von verschlüsselten Messenger-Diensten untersagt ist. Sam hat ja per Signal anscheinend versucht gehabt, frühere Führungskräfte von FTX zu kontaktieren und diese zu beeinflussen, was sie vor Gericht sagen sollen und was nicht. So, und dann ein großes Update bei Celsius. Der insolvente Kryptoländer hat nämlich nun beim Konkursgericht ein mehr als 1400-seitiges Dokument eingereicht, in dem die vollständigen Namen aller zur Rückzahlung berechtigten Nutzer zusammen mit den jeweiligen Kryptowährungen und den jeweiligen Vermögensständen aufgeführt sind. Und folgende Sachen sind wichtig zu wissen. Berechtigte Nutzer können jetzt ca. 94% ihrer Vermögen abheben und über die restlichen 6% wird das Gericht zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden. Alle, die ihre Gelder zurück wollen, müssen aber zunächst ihre Kundeninformationen um alle notwendigen Angaben ergänzen, also quasi ein volles KYC abschließen, Zitat zum Zweck der Geldwäschebekämpfung. Und natürlich gibt es auch Transaktionsgebühren, über die einzelnen Nutzer aber genau informiert werden und wer nicht genug Geld auf seinem Konto hat, um diese Gebühren zu bezahlen, darf sein Geld auch nicht abheben. Für manche vielleicht nicht ganz optimal, aber das ist schon mal ein sehr, sehr großer Schritt und 94% sind auch sehr, sehr viel, zumindest mehr als viele erwartet hatten. So, und zu guter Letzt gewinnt LBRY Credits den Wertpapierrechtsstreit gegen die SEC. Wie Ripple bei XRP wurde LBRY Credits ebenfalls von der SEC beschuldigt, dass sie ihren LBC-Token als Wertpapier verkauft hätten. Ein Fall, der daher eben oft mit dem Ripple-Rechtsstreit verglichen wurde. Und naja, die Tatsache, dass LBRY Credits jetzt gegen die SEC gewonnen hat und die SEC jetzt gezwungen ist anzuerkennen, dass der Token kein Wertpapier ist, hat auf jeden Fall einige in der XRP-Community gefreut. Ich persönlich glaube nicht, dass das viel am Ripple-Rechtsstreit selbst verändern wird, aber schon mal schön zu sehen, dass die SEC hier verliert und gerichtlich anerkennen muss, dass nicht alle Kryptowährungen außer Bitcoin ein Wertpapier sind, was ja eigentlich ihre originale These ist. Leute, für heute war es das. Morgen kommt ziemlich sicher kein Video, weil ich unterwegs sein werde. Daher aber allen schon mal ein schönes Wochenende und dann sehen wir uns am Montag wieder.